Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Teamprojekt zusammen mit dem Günni und mit dem Chris. Oh moin. Und der Herr Kollege hat sich gerade über meine Schreibkünste aufgeregt. Entschuldigung, ich sagen, dass ich besser schreibe. Ich tue erfahren und schreiben gleich von dem her. Ja gut, dann fährst du an meinem Baum rein. Soll ich dann nur beim neuen Projekt eventuell meinen? Sowas. Ja, ich glaube, den Lag. Ich hoffe, ich habe da jetzt dann nicht so FPS-Einbrüche beim neuen Projekt. Ein paar wahrscheinlich schon öfters mal, gerade wenn du an deinen Hof guckst, also höchstwahrscheinlich schon. Weil da ist ja eh relativ viel. Ja. Ich muss auch so sehen, da wo wir es vorbereitet haben, aber das ist über den PC gelaufen und nicht über den Daily Server. Ich muss auch so sehen. Ja, okay, wo Daily ich Server, auf dem Privatserver ja, war, waren die Mods, war der eine nicht so schlimm. Der Volvo, was weiß ich. So den. Mhm. Ja, ich glaube, dass das einfach mit dem Zusammenhang von den ganzen anderen Maschinen und sowas relativ zerpflückt hat, das Ganze. Mit FPS. Wie viel Prozent? 91. Ich muss auch so sehen, die Art von Maschinen, wo wir da haben, die dadurch, dass sie sehr detailreich sind, brauchen sie halt auch sehr viel Performance stellenweise. Plötzlich, ich habe noch gehört, du hast noch eine 3060. Mhm. Ich hab mal rüber. Ja, freilich. 100. Aber. Ja, ich hoffe einfach nur, dass ich hier, wenn ich meine Physikschulaufgabe demnächst rausbekomme, was ich hoffentlich rausbekomme, und dann eine relativ gute Note habe, dass ich dann mein Upgrade an meinem PC vornehmen kann, die ich will. Also wenn ich aus der Schule bin, dann muss ich ein BVJ machen. Also glaube ich, BVJ ist Berufs... Also bist du ein Jahr in einer Berufsschule. Bei dir geht's bis zum 9. ne? Ja, Schule ist bis zum 10. und dann gehen wir jetzt bis zum 12. Dann kann bis zum 12. ne? Beim BVJ ist so, wenn ich... Also ein Jahr... Ja, gut. Oder was macht der da jetzt, Alter? Musst du ein Jahr in die Schule gehen, machst halt deine Ausbildung, also das erste, sagen wir es so, weil dann, wenn du in deinen Betrieb gehst, gehst du dann, hast du halt 3 Jahre, aber halt so, oder wie so lange, wie es halt dauert, aber bist nicht so oft in der Berufsschule, wenn dann einmal in der Woche oder nicht einmal, oder Block, denk. Und da habe ich halt bei BVJ, da habe ich halt schon Grundlagen bei den Berufen, die ich brauche, in Mathe oder so. Weil du so das Zocken brauchst, ich halt nicht. Irgendwas vorzubereiten. Also dann, wenn ich im... Also ich werde dann auf jeden Fall reinschreiben, dass ich nur am Wochenende kann. Wenn ich die ganze Woche dort bin, dann darf ich am Wochenende wieder heim. Und wieder am nächsten Montag. Weißt du, wie ein Internat ist eigentlich, oder was? Ja, ich bin im Internat. Weil es... Ein Dorf ist scheiße. Weil wenn ich mit dem Zug fahren müsste, müsste ich 2 oder 3 Mal umsteigen. Hab ich gar keinen Bock drauf. Das glaube ich.
Und dann komme ich, weil unser Unterricht beginnt um 8.45 Uhr und da werde ich wahrscheinlich noch später ankommen. Später rankommen. Außer ich mache eine Stunde früher, aber. Wer aufsteht? Leute? Hä? Da müssten wir ja aufstehen. Mhm. Und in der Berufsschule kenne ich halt Leute, die ich halt von der Schule kenne. Chris, wie voll? 66%. Soll ich nicht mal kriegen, oder? No. Jetzt ist die Bahn. Ja, locker. 70% habe ich jetzt. Naja, vielleicht den letzten Ding musst du machen. Also am Ende. Eine komplette Bahn wird einmal zeigen. 80%. Ja. Das wird eng. Für eine Bahn haben wir jetzt 20% geraucht. Na, ich bleibe immer da. Hm. 85, 86. 87. Das ist, glaube ich, nichts. Dann sei Bienen, die hier klicken. 92. Ja, ne, das wird auf jeden Fall nichts. 93. Ja, komm, hau. 95, glaube ich. Den einen Maisstreifen, da müssen wir nochmal kurz rüber. Ja, es sind zwei. Meist. 4. Da gut. Scheiße, ob ich hier im Ding halt über 100 gemacht habe. Hier war ein 100 gemacht, das ist alles gut. Gut. Boah, dort. Und dann jetzt kommen wir da vorne weg. Ja, scheiße, auf den Zombie Scheiß. Gate. Schneller. Ja, und das ist in deiner Wege. Nicht auf sein Nico und gleichzeitig mit 63 km/h Richtung Brücke eiern. Ja, okay, schon. Danke dafür, Quarker. Also wir hätten jetzt rein theoretisch drei Aufgaben. Mulchen. Mulchen, pflügen, verdichten. Hm. Ich will mal verdichten. Okay, ich kann's nicht. Macht jemand anders. Da kommt eh noch was drauf, was sind Himmel. Kannst du ruhig machen, Günni. Oh, Chris weiß wie ich. Also ganz ehrlich, Alter, im 22er ist es wirklich einfach, also wirklich sehr einfach. Das kriegen selbst in Anführungszeichen nicht alle Dümmchen hin. Okay, dann mach ich's. Dann am Mulch im Flügen. Chrissy? Ich mach Mulch. Wow, ich bin für David, du! Hä, wo bist denn du jetzt her? Ich bin dann wirklich früher. Ich bin halt dann bei der ersten Brücke direkt rechts gefahren. Aha. Ich sag, wo bist du gefahren? Normal. Also über die Stadt oder was? Da bei der Bäckerei oder halt bei der Müllfabrik da hinten. Ich muss hier durch. Hä, so bin ich auch gefahren. Na gut, ich bin immer bis Bett geheiert. Ja dann. Dass du den Kreis hältst. Dann kein Wunder, damit du schneller warst wie. Falsche Store, das nächste brauchen. Hat sauber gemacht.
Ist sauber? Ich glaub schon. Ja. Ja, stell eine Hexe aus meiner Halle, ne? Wir haben gesagt, die wollen eine Hexe, wenn es schön ist. Ja. Obwohl, stell hier beim Unterstand hin. Oder? Da beim Überhang da. Von der einen Holzhalle da. Tja. Aber was ist los, Chrissy? Die Tastatur mag halt denkbare nicht. Denkbare Achse. Die Tastatur mag halt nicht. Ich muss wirklich einmal mein G29 wieder anschließen. Immer diese Ritschkits hier. Ja. Bin ich hier. Von Tiefrader. So, wo ist denn der Mulha? Der ist hinten in der Halle dann. Hinten. Das ist vorne, Kollege. Bei der Sämaschine und sowas. Boah, den Flug da jetzt rausbekommen, das ist witzig. Also ich hab ihn reingekriegt und muss ihn auch wieder rauskriegen. Ja, nee, du hast nicht rein. Ich hab ja gestern, also letztes Mal die ganzen Halle-Erwägungen. Der mit seiner Piste mich am Arsch. Boah. Ich hab ja das letzte Mal Halle umgestellt. Da ist ja jetzt der Rübenrode und sowas. Oh, alles drin. Um 4 Stunden habe ich das eher jetzt so flach machen oder? Nee, ich schieb einfach hoch. Passt schon. Wenn da Gewicht braucht. Scheiße, Zahn da. Also alles in eine Ecke oder nach hinten nur hoch? Ja, mach halt so, dass du es halt einfach wegschieben. Mach einfach wie denkst, das passt. So damit Shane 100% verdichtet ist. So, das eine fällt was bei jetzt Keksel dran wollten und was noch fürs? Nur das. Okay, passt. Dann mache ich mich auf den Weg. Wenn die Lenkung heute irgendwas. Ah ja. Also unser Silage jetzt fertig. Oh, da gewickelt haben. So. Ja, 90. Wir könnten eigentlich die Solage verkaufen fahren dann. Kann ich ja machen. Stuhlen kassier, Alter. Da war ein bisschen zu viel Gewicht auf der Hinterachse, würde ich sagen. Wir haben ja keine Gewichte. Na, mal ganz. Geht nicht schneller, Herr Kollege. Ah, nehmen wir diese langsamen Sonntagsfahrer da immer, ey. Kannst du prima Ballerina gewonnen, Digga? Gar keinen Bock. Ja, was ist denn das? Kannst du prima Ballerina? Ja. Und tschüss. Huch. Alter, 5k, 6k Milch, Alter. Abfahrt. Nein, ja. Vor der passt noch. 51k, 69. Wie lang geht eigentlich das Projekt noch? 2-3 Wochen. Seit einer. Oha, die Textur schaut voll geil aus vom Keks, vom Mulchten. Es ist halt nur noch die letzten Planungen. Ja. Für mein Projekt. Also Teilnehmer und sowas halt. Und dann. Bei welchem Ofen? Und dann. Geht's eigentlich schon los?
wäre auch nach der Aufnahme machen. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst so gerne eine Bewertung da, schreibt einen netten Kommentar und dann schaut zur nächsten Folge wieder vorbei. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.